Guten Abend. Ja, nach den Gewinnen der letzten Tage gab es heute mal Konsolidierung. Die Märkte bröckelten so über den Tag langsam nach unten ab. Es war nicht dramatisch. Die Verluste setzten sich auch erstmal an der Wall Street fort, konnten dann aber doch kompensiert werden wieder. Zumindest das, was die Wall Street am Anfang noch abgegeben hat. Und es drehte jetzt zum Schluss ein bisschen. Vielleicht ist damit die Konsolidierung zu Ende. Insgesamt sieht der Markt jetzt nicht so aus, als ob demnächst die Abrissbirne kommt, sondern es sieht so aus, dass man eben mal ein paar Gewinne mitgenommen hat, bevor vielleicht der nächste Anstieg wartet. Wir werden uns das dann in den Charts gleich mal anschauen. Besondere Anlässe für Gewinnmitnahmen gab es nämlich heute definitiv nicht und die Berichtssaison bleibt auch weitgehend über den Erwartungen. Handelsstreitigkeiten sind aktuell ein bisschen in den Hintergrund getreten, wobei man mal schauen muss, wie das Ganze weitergeht. Heute hat sich Donald Trump zur Milliardenstrafe von Google, für Google von der EU beispielsweise geäußert. Das klang wie eine Drohung. Also rechtsstaatliche Verfahren scheinen dem US-Präsidenten nicht davor zurückzuschrecken, nach Vergeltung zu rufen. Offenbar ist man im Weißen Haus mittlerweile im Mittelalter angekommen. Gute Konjunkturprognosen durch die Fed und die Wirtschaftsberater Kudlow dürften aber die Märkte eigentlich insgesamt dann doch weiter eher stützen. Aus den USA gab es heute nur den Philly Fed Herstellungsindex und der sah ziemlich gut aus. Das Geschäftsklima und die Beschäftigung allerdings sind ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat, während die Auftragseingänge doch sehr beeindruckend gewesen sind. Da hat sich die Dynamik fast verdoppelt. Das sah schon ziemlich gut aus. Dann haben wir hier den Dow Jones heute mal als erstes und da sehen wir das, was wir eigentlich heute an allen Märkten gesehen haben, eben eine leichte Korrekturbewegung. Im Dow Jones war die sogar relativ groß, weil wir sind hier mal kurzzeitig sogar unter die Wolke gefallen. Da hätte man eigentlich ein Verkaufssignal vom Dow Jones vermuten können. Und dann drehte das Ganze allerdings, wenn man sich auf die anderen Indizes mal ein bisschen dann einschießt, sieht man allerdings, dass der Dow Jones da die rühmliche Ausnahme war. Die meisten Märkte sind nur in den Bereich von wichtigen Unterstützungsmarken gefallen. Schauen wir noch auf den Daily Chart schnell im Dow Jones. Da sehen wir, dass es insgesamt hier durchaus weiterhin erfreuliche Tendenzen gibt. Wir müssen allerdings mal die 25.400 dann antesten. Das Hoch da aus dem Juni, was ja gleichzeitig, nee, das Jahreshoch ist es noch nicht, aber immerhin eine wichtige Marke wäre, über die wir drüber kommen müssten, dann könnte man eventuell dann auch weiter steigen. Also unfreundlich sieht das Ganze noch nicht aus, aber wenn wir über die 25.400 nicht kommen, dann könnte die ganze Liebesmühe der Bullen hier umsonst gewesen sein und es könnte auch schnell wieder zu einer Korrektur kommen. Der Ichimoku ist zumindest mal nicht so ganz unfreundlich. Der blaue Tenkan zeigt schön nach Norden, hat den orangefarbenen Kijun gekreuzt. Muss man, ach nee, halt, das stimmt gar nicht. Wenn ich das richtig sehe, ist der blaue Tenkan seitwärts geknickt, genau wie der orangefarbene Kijun, genau. Das könnte also durchaus ein Zeichen sein, dass es schwierig wird, über 25.400 zu kommen. Genau so muss man das interpretieren. Da habe ich mich jetzt fast ein bisschen verguckt. Der S&P 500, auch mit dieser für heute typischen Konsolidierungsbewegung, zuletzt ging es dann wieder über die Wolke. Wir sehen auch hier, die 2800 ist getestet worden, wir sind mal ganz knapp drunter gefallen, aber nicht nachhaltig. Der Stundenschluss hier der roten Kerze blieb an der Wolkenunterkante, von da haben wir uns wieder abgestoßen. Das ist also nichts Dramatisches eigentlich, hier kann durchaus der Ausbruch kommen und dieser Ausbruch könnte dann durchaus eben zum Allzeithoch bei 2877 Punkten führen. Das bleibt durchaus weiterhin ein Thema. Auch den Nasdaq 100 im Konsolidierungsmodus auch nicht dramatisch. Auch an der Wolkenunterkante hat er dann Support gefunden. Das ist, wenn man so will, immer die wichtigste Supportmarke, die es im Ichimoku zu geben hat und letztendlich auch die letzte für die Bullen. Haben die Bullen also genutzt, kommen schon wieder fast aus der Wolke raus hier. Auch hier sieht es also jetzt noch nicht so aus, als ob wir jetzt hier einen dramatischen Abverkauf bekommen könnten. Der Russell 2000 hat heute sogar im Plus gelegen. Der Russell 2000 ist der Nebenwerteindex. Da sind also die kleineren Unternehmen dabei. Da spielen Exporte nicht so eine große Rolle. Also auch da durchaus
sehr freundlich und hier hat der Ichimoku auf alle Fälle auch ein ziemlich freundliches Bild hinterlassen. Hier müssen wir also über 1710 mal drüber kommen, damit es da neue Allzeithochs wieder geben könnte. Ja, eBay hat die Umsatzerwartungen verfehlt. Das war die schlechte Nachricht gestern Abend aus der Berichtssaison. Die Analysten bemängelten vor allem schwache Trends auf verschiedenen Marktplätzen. Und das hat dann die Aktie heute zum großen Verlierer gemacht. Minus 8,3% ist die Aktie dann heute zum Handelsstart abgestürzt. War dann schon mal an der 34 Dollar Unterstützungsmarke. Brechen wir da noch durch, dann könnte es also ziemlich bitter werden. Der Ichimoku gibt dann vor allem Support bei 27,30 Dollar. Dazwischen sicherlich auch noch so ein paar Marken, zum Beispiel bei der 32. Aber die nächste richtig große Marke wäre dann schon eben 27,30. Ja, schauen wir auf den DAX und der hat heute eben auch entsprechend korrigiert. Bleibt aber über der 12.600, das ist für mich so ein bisschen jetzt, was ja die wichtige Widerstandszone war, ist jetzt natürlich eine wichtige Supportzone. Fallen wir da wieder drunter, dann wäre der Ausbruch Richtung 12.780 ein Fehlausbruch gewesen, dann könnte es also durchaus bärisch werden. Solange das nicht passiert, darf man hier durchaus Hoffnung schöpfen. Wir ziehen das Ganze mal auf den Halbstunden-Chart, weil dann kann man hier besser mal so ein bisschen diese Konsolidierung einzeichnen, also diesen kurzfristigen Abwärtstrend. Und wir sehen, dass hier die letzte grüne Kerze schon fast wieder aus diesem Abwärtstrendkanal herauskommt. Bricht diese korrektive Bewegung nach oben aus, könnte das ein bullisches Zeichen sein. Oder es ist eigentlich ein bullisches Zeichen, ob der Markt dann darauf reagiert. Da muss man natürlich mal gucken, was der Markt dann macht. Aber theoretisch ist es dann möglich, dass man diesen Anlauf nutzt, um dann über diesen Widerstand bei 12.760 bis 80 drüber wegzukommen und dann die 12.885 antesten könnte. Die wird nochmal wichtig, weil da ist so die Wolkenoberkante. Da müsste man also noch drüber kommen, um dann das Doppeltop bei 13.170 antesten zu können. Also an der 12.885 könnte sich entscheiden, ob wir die 13.000 wiedersehen. Vorausgesetzt, der DAX schafft es tatsächlich, eben über die 12.780 drüber wegzukommen. Meiner Ansicht nach ist die Möglichkeit immer noch da, dass bei 12.900 irgendwas noch viel Widerstand liegt, glaube ich, dagegen eher nicht. Euro-US-Dollar wollen wir uns auch anschauen. Das Paar hat heute versucht, ein bisschen da an der 1,1650 wieder drüber zu kommen und letztendlich also die Gegenbewegung von gestern fortzusetzen, ist nicht ganz gelungen. Es hat dann doch wieder eine neue Korrektur gegeben. Wir sind dann sogar unter die 1,16 kurzfristig gefallen. Die Gegenbewegung jetzt bis 1,1620 war auch nicht so richtig überzeugend. Zurzeit sieht es wohl hier doch eher nach unten aus. Und so könnte es hier durchaus einen dritten Test der 1,1510 geben. Zumal jetzt eben auch der Ichimoku mit seinem Tenkan und Kijun an der Kreuzung steht. Und wenn der Tenkan unter den Kijun kreuzt, dann ist das wieder ein bärisches Signal. Und ja, dann wird das Ganze dann noch wahrscheinlicher, dass wir die 1,1510 nochmal antesten. Fallen wir da drunter, könnte es nochmal richtig bitter werden. Schauen wir ganz einfach mal, wie es hier weitergeht. Vom IWF kamen keine guten Nachrichten für die Eurozone, denn der Internationale Währungsfonds rechnet nach 2019 mit einer deutlichen Wachstumsabkühlung. Für dieses Jahr werden noch 2,2% Wachstum erwartet, nächstes Jahr soll es nochmal 1,9 werden. Aber schon danach könnte das Wachstum auf rund 1,5% zurückgehen. Und dabei sind die Risiken wie Handelsstreitigkeiten und der Brexit noch gar nicht mit eingerechnet, also schlechte Nachrichten für die Eurozone. In Japan gab es eine Handelsbilanz, die auch nicht so richtig zum Jubeln veranlasst, denn der Handelsüberschuss war zwar ein bisschen größer als erwartet, aber die Exporte und die Importe hatten noch ein wesentlich weniger dynamisches Wachstum als erwartet. Also die Handelstätigkeit hat zwar zugenommen, aber nicht in diesem Maße, in dem das eigentlich erwartet worden ist. Daraus hat der Markt im US-Dollar-japanischen Yen eher eine Seitwärtsbewegung gemacht. Wir pendeln da um die 113 weiter herum.
Insgesamt sieht es aber im Daily Chart gar nicht so ungünstig aus, nach wie vor. Klar, die Dynamik aus dem Ichimoku jetzt hier im Daily Chart, die geht ein bisschen raus, aber noch ist die Chance, zumindest mal einen Test der 113,80 zu erreichen. Das ist durchaus weiter drin. Wir halten uns ja hier über dem Widerstand bei 112,80. Und der Nikkei, der hat den billigen Yen nicht genutzt heute, sondern hat sich heute am internationalen Marktgeschehen orientiert und hat dann eben auch ein bisschen konsolidiert. Aber wir sehen auch hier, dass jetzt eben zumindest mal ein Erholungsversuch stattfindet und die Unterstützung durch die Wolke hier bei 22.715 Punkten bisher gehalten hat. In Großbritannien gab es die Einzelhandelsumsätze, die waren deutlich schlechter als erwartet. Wenn man sich dazu jetzt noch überlegt, dass ja in Großbritannien doch ziemlich Inflation auch ist, mit zum Teil über 2%, dann weiß man, dass da also deutlich weniger konsumiert wird. Das ist jetzt eigentlich keine gute Nachricht für die für die Wirtschaft. Das hat dann das britische Pfund auch durchaus antizipiert. Cable halt heute mit einem deutlichen Abverkaufen, minus 0,65%, ging es da wieder nach unten. Wir sind jetzt unter der 1,30 und hier spricht jetzt eigentlich so ziemlich alles dafür, dass wir zumindest mal die 1,2925 antesten und vielleicht ja auch die 1,2775. Interessant ist, dass diese schlechten Wirtschaftsdaten dem Londoner Aktienindex, dem FTSE 100, doch ziemlich gut gefallen haben. Denn im Vergleich zu den meisten anderen Indizes hat der FTSE 100 heute sogar zugelegt, 0,25%. Ja, das lag am billigen britischen Pfund und da glaubt man, dass man dann eben gute Chancen im Export hat. Hoffen wir mal, dass es dann am Ende auch so ist. In Australien gab es die Daten vom Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen hat deutlich zugelegt. Auch die Beteiligungsquote hat zugelegt. Deswegen ist die Arbeitslosenquote bei 5,4% am Ende geblieben. Aber insgesamt also ziemlich gute Arbeitsmarktdaten, hat aber dem australischen Dollar nicht wirklich was geholfen. Der hat dann heute ziemlich die 0,7330 als Support malträtiert. Ist vorher ein drittes Mal hier an der 0,7440 gescheitert. Da haben wir jetzt also einen Dreifach-Top. Und das riecht hier doch ziemlich stark nach weiterem Abverkauf, also trotz guter Daten. Und das nächste Ziel könnte dann die 0,7145 sein. Das sieht zurzeit doch eher alles ziemlich bärisch aus. Da haben wir auch einen Doppelboden, wenn wir da mal gucken. Mitte 2016 und Anfang 2017 waren wir da schon mal. Nun wird man da drunter brechen, ja, dann könnte Polen ganz offen sein. Ja, schauen wir noch schnell auf den morgigen Tag oder heute Abend schon mal. Da gibt es noch Quartalszahlen von Microsoft. Könnte durchaus sehr interessant werden. Die Zahlen sollten nach Möglichkeit überzeugen. Ansonsten könnte der Markt durchaus die kleine Erholung, die wir gerade gesehen haben, ganz schnell weiter abverkaufen und dann mal richtig Gewinne mitnehmen. Zum Freitag, das wäre ja auch mal was. Morgen ist übrigens kleiner Verfall. Das Open Interest im DAX war eigentlich 12.550 Punkte, also dass das morgen eine große Rolle spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Schauen wir ganz einfach mal, könnte aber sein, dass es dann bis morgen Mittag zumindest mal, wenn der Trend nach oben sich fortsetzen sollte, das ein bisschen bremst. In Japan gibt es den Verbraucherpreisindex in der Nacht, in Deutschland den Erzeugerpreisindex, das ist dann nicht ganz so weltbewegend, außerdem soll es morgen eine Pressekonferenz der OPEC geben. Schauen wir ganz einfach mal, Quartalszahlen morgen unter anderem von General Electric und die Kanadier bieten noch Verbraucherpreise und Einzelhandelsumsätze an, am Abend dann nach Börsenschluss das Rating für Frankreich durch S&P. Und wir schauen auch auf den US-Dollar, kanadischen Dollar, klar, denn das spielt ja, wie gesagt, morgen durchaus eine Rolle, da sind wichtige Daten zu erwarten. Zurzeit gab es ja hier ein bisschen Schaukelei, trotzdem haben wir bei 1,3065 einen Boden gebildet. Die Tiefs werden immer höher jetzt, wenn es Korrekturen gibt, das spricht dafür, dass hier doch die Umkehr wieder gelungen ist. Kommen wir jetzt hier noch über die 1,3270 drüber weg. Dann sollte hier durchaus ein Test der 1,3385 möglich sein. Wir sehen das hier im Daily Chart nochmal besser. Das ist das Hoch aus dem Juni. Kommen wir da dann auch noch drüber. Ja, dann wäre so der Bereich 1,3540 durchaus denkbar. Zurzeit sieht das hier alles ziemlich bullig aus. Wir sehen das hier auch. Wir sind ja insgesamt übergeordnet doch in einem ziemlich großen Aufwärtstrend.
Kanal drin. Also zurzeit sieht es nach wie vor so aus, als ob der US-Dollar doch den Luni klar beherrschen könnte. Weitere News zur Wirtschaft und auch noch so ein paar Charts. Zum Beispiel hat heute die südafrikanische Notenbank eine Zinsentscheidung getroffen. Auch zu Metallen vielleicht mal der eine oder andere Chart. Das gibt es alles noch bei larshoffmann.net. Wir wollen die Sendung ja hier nicht ausufern lassen. Ansonsten guckt es ja keiner mehr. Das soll es deswegen für hier gewesen sein. Wie gesagt, bei Lars Hoffmann durchaus noch weitere Informationen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir können uns morgen Abend wiedersehen. Bis dahin, schönen Abend.